Warum 10.000 Schritte pro Tag dich nicht schlank machen werden. Du willst abnehmen, flachen Bauch bekommen und dann sagen Leute, hey, mach mal 10.000 Schritte pro Tag. Ich verrate dir, das ist gar nicht so gut, das kann dich sogar noch dick machen, deswegen bleib auf jeden Fall dran. Du willst abnehmen, flachen Bauch bekommen, schöne schlanke Beine und endlich wieder in deine Lieblingsklamotten reinpassen. Mittlerweile weißt du vielleicht auch, dass du nicht joggen gehen musst, dass du nicht 7-mal die Woche ins Fitnessstudio rennen musst. Aber du hast gehört, es gibt sowas wie diese Schritte, die sind wichtig, ne? Mach mal 10.000 Schritte, das sagen ja viele Influencer, es ist ja sehr modern heutzutage, mach diese 10.000 Schritte. Ich kann dir verraten, wenn du das einfach so nachmachst, wirst du wahrscheinlich nicht damit abnehmen. Warum sagt man das? Warum gibt es diese Regel 10.000 Schritte? Das ist eine Verallgemeinerung. Das ist wie damals diese Redensart, Faustregel, hey, iss nach 18 Uhr keine Kohlenhydrate. Warum hat man das gesagt? Weil die meisten Leute nach 18 Uhr viel essen, viele Kohlenhydrate und deswegen viele Kalorien essen. Und wenn sie halt nach 18 Uhr nichts mehr essen, dann werden sie automatisch weniger Kalorien essen und vielleicht dann mehr abnehmen. Das ist also quasi eine allgemeine Faustregel, die jedem so ein kleines bisschen helfen kann, aber keinem wirklich. Und genau das Gleiche ist auch mit den 10.000 Schritten. Es wurde festgestellt, die Leute bewegen sich einfach zu wenig und deswegen hat irgendwann mal gesagt, hey, mach mal 10.000 Schritte pro Tag. Warum denn 10.000? Weil 10.000 einfach so eine Zahl ist, die hört sich cool an, die kann man sich merken. Man könnte auch sagen, hey, 9.537 Schritte. Du siehst also, 10.000 ist einfach irgendeine belanglose Zahl, die einfach gesagt wurde, damit man sich halt mal ein bisschen bewegt. Es kann aber sein, dass es für dich nicht perfekt passt. Denn angenommen jetzt, du bist jemand, der ist zum Beispiel bei einer Größe von 1,65 Meter oder 70 bei 80 Kilo. Und du möchtest abnehmen zum Beispiel auf 65 Kilo, möchtest also 50 Kilogramm abnehmen. Du hast in deinem Job schon relativ gute Bewegung. Zum Beispiel bist du Krankenschwester oder Erzieherin und bewegst dich relativ viel. Hast so jeden Tag 7 bis 8.000 Schritte. Dann hörst du diese Faustregel von 10.000 Schritten, machst also jeden Tag ein paar tausend Schritte mehr und wunderst dich, warum du nicht abnimmst, obwohl du jeden Tag die 10.000 Schritte machst. Es macht nichts aus bei dir. Du wirst dadurch vielleicht 50 Kalorien mehr pro Tag verbrennen, vielleicht maximal 100. Das macht nichts aus. Wenn du eine halbe Gurke isst, dann hast du gefühlt schon Kalorien da konsumiert, die du da verbrannt hast. In deiner Situation macht es also viel mehr Sinn, auf ganz andere Sachen zu achten. Eher auf die Ernährung. Was kann man da verbessern? Und diese 10.000 Schritte werden dir dann nicht helfen. Bei einer anderen Person ist es so, dass sie zum Beispiel sehr viel wiegt, möchte einiges abnehmen, Bauchfett loswerden und würde zum Beispiel durch 7.000 Schritte schon sehr viel rausholen. Sie hat vielleicht viel zu tun. Sie ist vielleicht eine Familienmutter, hat einen stressigen Alltag und hat keine Zeit, jeden Tag 10.000 Schritte zu machen, weil sie beispielsweise nicht die Zeit hat, jeden Tag eine Stunde rauszugehen. Denn 10.000 Schritte brauchen ungefähr eine Stunde an Spazierengehen, vielleicht sogar teilweise ein bisschen mehr. Für die ist 10.000 Schritte einfach nur eine falsche Faustregel, weil das führt dazu, dass sie sich denkt, hey, das kann ich persönlich zeitlich gar nicht so einbringen in mein Leben. Dann lasse ich es lieber direkt sein, weil es bringt ja gar nichts. Bei dieser Person wäre es auch viel besser gewesen, sich mal die Ernährung anzuschauen. Wie kann man die Ernährung vielleicht so anpassen, dass sie ohne große Zeit zu investieren, ohne vielleicht rausgehen zu müssen und Ewigkeiten spazieren zu müssen, trotzdem sehr gute Erfolge erzielen zu können bei der Ernährung, um somit viel mehr abzunehmen. Beispielsweise kannst du mit ein, zwei Stellschrauben, die du bei der Ernährung drehst, locker 500 bis 1000 Kalorien jeden Tag verbrennen. Durch die Bewegung mit 10.000 Schritten verbrennst du maximal so 400 Kalorien. Das heißt, du siehst, durch die Ernährung kann man viel, viel mehr rausholen. Mich nervt es einfach, dass überall diese pauschalen Faustregeln gesagt werden. Hey, nach 18 Uhr zum Essen, 10.000 Schritte, nur noch Gemüse essen, wenig Fett essen, wenig Kohlenhydrate. Das ist alles Schwachsinn, das ist nicht individuell. Jeder Mensch ist anders. Jeder Mensch hat einen anderen Alltag, eine andere Ausgangssituation und andere Ziele. Und deshalb hat jeder Mensch auch eine individuelle Lösung und ein individuelles Konzept. Das, was Pamela Reif macht oder irgendwelche anderen Influencer, das solltest du nicht eins zu eins nachmachen. Das kann dich dick machen, das kann dich demotivieren, das kann für dich nichts bringen. Vielleicht hast du durch die eine oder andere Sache so ein bisschen positive Vorteile, die du rausziehst, aber nicht wirklich viel. Denn so ein Video, was zum Beispiel Influencer machen, das hat gut und gerne mal ein paar hunderttausend Aufrufe. Das heißt, 100.000 Menschen sehen das und die sind ja nicht alle gleich. Jeder ist anders und deswegen müssen diese Influencer, diese Nachrichten, diese Magazine natürlich möglichst weit die Allgemeinheit treffen. Deswegen kann es nicht individuell sein. Alles, was allgemein ist, wird dich nicht wirklich zu einem richtig flachen Bauch bringen. Zu richtig schlanken Beinen, zu einem Traumkörper wird es dich nicht bringen. Es wird vielleicht dafür sorgen, dass du 2-3 Kilo abnimmst, aber es wird dich nicht zu deinem Traumkörper bringen. Jetzt ist die Wahrheit, okay, wie bekommst du denn deinen Traumkörper? Mit einer individuellen Lösung, die für dich passt. Du musst dir wirklich genau dein Leben anschauen, dein Alter. Wie sieht es zeitlich bei dir aus? Wann isst du gerne? Wann hast du Hunger? Wann isst du vielleicht mit der Familie? Wie sieht es von deiner Bewegung her aus? Was kannst du machen? Wie kannst du es machen? Welche Stellschrauben kann man in deinem persönlichen Leben noch drehen, um möglichst große Erfolge zu erzielen? Klar kann ich dir jetzt sagen, hey, geh bitte jeden Tag 3 Stunden joggen, dann wirst du auch abnehmen. Aber das ist ja keine Lösung. Viel besser wäre es, wenn ich dir als Coach mir deinen Alltag anschaue und sehe, hey,
mit der Ernährung zum Beispiel könnte man das was optimieren, beispielsweise das Frühstück eher eiweißreich gestalten, Frühstück und wenig Kohlenhydrate, die Kohlenhydrate eher auf den Abend aufspannen, damit du abends mehr essen kannst, wenn du es wirklich brauchst, und morgens vielleicht ein bisschen weniger, wenn du eh wenig Zeit hast. Das würde eine viel größere Wirkung erzielen, wird dafür sorgen, dass du viel mehr abnehmen wirst und es wird dir viel einfacher fallen, denn wirklich dauerhaft abzunehmen, einen flachen Bauch zu bekommen und den auch zu behalten, hat wirklich wenig damit zu tun, für 2-3 Wochen irgendwas strikt durchzuziehen. Vielmehr hat es damit zu tun, ein Konzept zu haben, was in dein Leben reinpasst, was für dich durchhaltbar ist. Nicht nur für eine Woche, nicht nur für einen Monat, theoretisch für den Rest deines Lebens. Wenn du gerade irgendwas machst, eine Ernährung, eine Diät, und dir denkst, hey, könnte ich das theoretisch für den Rest deines Lebens durchhalten? Wenn dir einfach nein ist, dann lass es lieber direkt sein, denn irgendwann wirst du scheitern. Du brauchst ein Konzept, was für dich individuell funktioniert. Und da können wir natürlich mit dem Coaching helfen. Das machen wir jetzt seit Jahren, genau deswegen habe ich das Coaching ins Leben gerufen. Ich mache das ja nicht erst seit gestern. Ich mache die Ernährung, das Training seit fast 10 Jahren jetzt insgesamt. Habe hunderten Frauen schon mal geholfen. Und deswegen habe ich das Coaching entwickelt, weil ich weiß, wie individuell es ist. Es reicht kein Trainingsplan. Es reicht kein Ernährungsplan. Es reicht keine 10 besten Tipps, was auch immer. Das kratzt alles nur in der Oberfläche. Du brauchst ein Konzept, was für dich funktioniert. Dann kriegst du einen flachen Bauch in kürzester Zeit. Der bleibt auch auf gesunde Weise. Und es ist relativ einfach durchhaltbar. Denn ja, die Antwort ist, es ist eigentlich relativ einfach, wenn man weiß, wie. Und da können wir dir gerne bei helfen. Deswegen lade ich dich persönlich ein für ein kostenloses Erstgespräch. Klick jetzt unter diesem Video auf den Link www.henryzell.com. Mach gerne einen Termin aus für ein kostenloses und unverbindliches Erstgespräch. Da sprichst du mir persönlich oder einem Experten aus meinem Team. Wir schauen, wo du stehst, was dein Ziel ist und wie wir dir vielleicht mit dem Coaching auch helfen können, deinen Traumkörper zu erreichen. Deswegen mach gerne jetzt mal den Termin aus für ein kostenloses Erstgespräch. Wir hören uns da. Gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniere den Kanal. Wir hören uns beim nächsten Mal. Dein Henry und ciao.